Welt. Hallo Welt, da sind wir wieder hier am George-Schrottplatz. Ja, und wir kamen ja auf die Idee und wir haben gemerkt, dass die kleinen Generatoren gar nicht mal so schlecht sind. Okay, sie machen mehr Qualm als die großen. Früher haben sie mehr Lärm gemacht, dachte ich, als die großen. Und ich dachte immer, die wären viel teurer als die großen. Sind sie gar nicht. Wir brauchen gar nicht mal eine Schraube dafür. Ja, und wir wollten noch mal was ausprobieren. Wie sieht das eigentlich aus, wenn wir ein halbes Generatorhäuschen bauen? Das geht ja auch eventuell. Das reicht ja vielleicht schon. Passt das denn überhaupt? Erstmal können wir die, glaube ich, alle miteinander verbinden, bevor wir es vergessen. Ja gut, die Frage ist, ob wir wirklich dann nachher reinkommen. Aber da das Ding hier so klein ist, so kompakt, können wir auch, weiß ich nicht, von oben ran die Wand einfach abnehmen, mal eine Wand. Oder wenn die Teile kaputt gehen, dann sind wahrscheinlich die Wände auch kaputt gegangen und wir kommen sowieso dran. Jo. Das heißt, wir experimentieren einmal ganz kurz, bevor wir es dann fertig bauen. Wände, genau. Das passt. Ach, sag bloß. Das passt nicht. Warum passt das nicht? Das hat zu passen, das muss passen. Die großen Wände passten doch auch. Och nö. Naja, kein Problem. Wir stellen die Dinger einfach ein bisschen weiter nach innen. Und dann passt das schon. Oh, das will nicht. Ach, wir haben ja den Kleinen da noch drin. Oh, ist das ein Nebel. Lässt sich nicht? Lässt sich gar nicht. Ach so, wir haben das Kabel. Ja, ich glaube, wir müssen doch nochmal die Generatoren ganz einpacken. Ja, aber das ist immer noch besser als... als wenn wir das Große bauen. Wir haben ja schon den Turm, Generatorturm und das kleine Generatorhäuschen da. Ich bin gespannt, was für Experimente wir starten, wenn wir erstmal einen Fusionsreaktor haben. Das wird jetzt aber hier doch ein bisschen schwierig, denn wir haben ja nicht so eine kleine Tür. Und wenn wir eine hätten, würden wir wahrscheinlich nicht durchpassen. So, jetzt haben wir aber schon mal den Grundstein gelegt. Ich glaube, so könnte das funktionieren. Und wir brauchen die Generatoren natürlich. Da sind sie. Ja, die kleinen. Die kleinen reichen. Keine Schrauben dafür. Und sie bringen mehr Energie sogar auf kleinerem Platz. Also platzsparend sind sie auch noch. Und nicht mal so laut wie in Fallout 4. Also, was will man mehr? Wir können uns also sogar jetzt noch einfacher machen. Wir können jetzt hier eine ganze Reihe, also diese drei, könnten wir aufbauen. Und dann einfach eine Blaupause erstellen von den dreien. Und die dann für die andere Seite nehmen. Dann wären beide Seiten synchron. Symmetrisch, meine ich. Symmetrisch. Und würden vielleicht synchron laufen. Ja, das kann auch sein.
Ja, da sind wir aber bestens gewappnet dann für die nächsten Siedlungen, die wir da erobern. So weit, so gut. Und liebe Welt da draußen, wenn ihr euch wundert, warum ich das hier alles so in Reihe schalte. Ja, ich mag das immer noch. Nach wie vor finde ich es gut. Wenn einer ausfällt, dann fallen alle aus. Schlimmstenfalls, dann merkt man das eher. Also wenn der erste ausfällt, dann fallen zumindest alle aus. Irgendwie mag ich das so. Was brauchen wir noch, bevor wir jetzt hier zumachen, die Klappe? Brauchen wir einen Stromanschluss da drin? Das könnte jetzt schon etwas... Ja, okay, das müssen wir diesmal, glaube ich, von unten machen. Also, dass der draußen unten ist, oder? Kriegen wir den auch andersrum hin? Irgendwo? Nein, ich glaube, andersrum wird es nicht funktionieren. Also hängen wir den hier mal dran. Die Seite ist egal, ist ja eckig. Sind ja alle Seiten egal hier. Oh, Moment, genau, der muss nach unten dann, ausnahmsweise mal. So. Dann Moment, Strom nach innen. Wunderbar. Und verkabeln einmal das hier. Schwupp. Ja, das leuchtet, hat Saft. Ja, jetzt nur noch die Frage, ob wir hier vorne auch wirklich einen Schutz davor bekommen. Wir können ja eigentlich, wir brauchen nicht unbedingt ein Fenster nehmen. Wir können ja auch eine Zuwand nehmen. Ja, das können wir aber nachher immer noch austauschen, wenn wir es nicht wollen. Ach, wir können hier unten das Teil sogar verkleiden. So ähnlich wie bei den Betonbauteilen. In Fallout 4. So. Und ein Deckel drauf und dann war es das schon. Und auch mit dem Dach können wir, glaube ich, variieren, wie wir wollen. Das wäre die größte Variante. Ich glaube, so ein kleines reicht auch. Licht rein. Ja, okay, das ist jetzt natürlich der besagte Klotz, den ich immer vermeiden wollte, aber Hauptsache es funktioniert, Hauptsache es liefert Strom. Wir sollten eigentlich hier noch mit Buchstaben dran schreiben, wie viel Strom das Ding liefert. 21 waren das jetzt, ja. Und hier haben wir 20. So, fertig. Oh, und davon können wir... weiß ich nicht, 10 Stück aufbauen von den Dingern, locker, in jeder Siedlung und dann, ja, dann haben wir 200 Energie pro Siedlung. Ein bisschen laut, wenn wir die übereinander stapeln könnten, wäre das natürlich auch noch schön. Aber das ist ja perfekt, da bekommen wir auf viel kleinerem Raum viel mehr drauf. Ja, und hier fehlt übrigens noch, wenn das sind ja jetzt 21. Also ich hätte ganz gerne zum Beispiel noch eine Lampe drin, damit es schön leuchtet. Ach egal, dann sind das 21. Wir werden uns zwar nachher wundern, wo der ganze Strom herkommt, aber wir lassen das so, oder? Es ist kompakt eben, das finde ich gut. Wir brauchen also nur eins von diesen kleinen Teilen hier. Ich bin begeistert, ich bin echt begeistert davon. Ein so ein kleines brauchen wir nur, um zwei von diesen Raffinerien hier zu betätigen. Spitze! Oder wir bauen ein großes, das können wir auch zweietagig machen, das dann, Moment, 42 hat, oder? 42 kW.
Dann bräuchten wir von den etwas größeren. Ja, okay, drei aufbauen. Ja, egal, wir lassen das. Sonst haben wir nachher nur Blaupausen und sehen die ganze Welt da nicht mehr vor Blaupausen. Können uns da gar nicht mehr retten. Haben wir das denn ordentlich abgespeichert eigentlich? War das die richtige Blaupause gerade? Ja, wir haben hier die 20 kW und wir haben die 10 kW und hier die 50. Ja, die 50, da könnten wir... Mit dieser Bauweise könnten wir aus den 50 locker... Tja, was denn? Das Doppelte machen. Jahrhundert. Ja, Moment mal. Mehr als das Doppelte. 100, 200. Da könnten wir wenigstens 200 draus machen aus der Fläche. Meine ich. Denn dieser 20er, der ist ja auch nur halb so groß. Das ist irgendwie alles übertrieben hier mit den anderen Dingern. Das hier reicht vollkommen. Ja, das reicht. Und was können wir denn da noch dran machen, damit das ein bisschen schöner... Das dekorieren können wir immer noch. Das soll eher günstig und klein. Und können wir noch irgendwo was sparen? Das ist eher die Frage. Wir können das gleiche Ding vielleicht nochmal aus Beton bauen, falls wir kein Holz haben. Ach komm, das reicht jetzt wirklich. Oder was brauchen wir hier? Vielleicht nur aus Holz bauen? Bisschen lauter in der Ecke. Ja doch, die Kleinen, die machen ganz schön Radau. Vielleicht. Gucken wir mal, was hier so ein Wellblechdach überhaupt, Wellblechwand, was das überhaupt kostet. Holz und Stahl. Und tatsächlich, aus Holz kostet es nur 3 Holz. Und diese Stallstrukturen kosten 4 Holz. Also das hier wäre noch am günstigsten sogar. Aber Stahl haben wir eigentlich immer. Wie gesagt, aus Holz, das wäre noch günstiger. 3. Ja, prima. Sehr schön. Und es würde vielleicht schöner aussehen. Ich meine, es sieht dann immer noch aus wie ein Klotz. Wir können das ja nachher noch irgendwie verschönern. Im Übrigen, das, was wir hier jetzt machen, das bringt ja gar nichts, oder? Wenn wir die Siedlung reparieren, ja gut. Beim nächsten Angriff würden sie dann auch wieder die Tür vielleicht kaputt machen. Die Chance wäre zumindest groß, dass sie die Tür dann wieder angreifen. Ansonsten bringt das ja gar nichts. Wenn wir weg sind, dann wird das ja sowieso alles erneuert. Ach so, nein, Holz können wir gar nicht nehmen, oder? Wir haben doch auch Holzfenster. Ja, aber keine halben. Oder doch? Nein. Ja, dann brauchen wir aber nur eine Seite hier mit Stahl zu nehmen. Aber ich finde Wellblech jetzt okay und... Vielleicht... können wir die doch besser ersetzen. Ja. Und ersetzen. Denn so schön sieht das ja auch nicht aus jetzt. Und ein Klotz wird es so oder so.
Ja, da haben wir uns so eine Batterie gebaut. Qualmt, macht Krach, aber funktioniert. Und wollen wir das mal ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert? Dann sparen wir Schrauben, ja klar. Das ist doch gut, dann können wir mehr Werkbänke bauen. Ja, aber Werkbänke brauchen wir dann ja auch nicht mehr. Die hätten wir jetzt hier in dem Großen. Och, wieso sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Dann würde das große Ding nämlich auch komplett anders aussehen und sparender sein. Da brauchen wir nicht immer zu überlegen, wie viele Schrauben kommen. Wir versuchen das mal aus, ob wir das hier nochmal hingebaut bekommen. Hier fehlt ja noch vielleicht so eine Betongeschichte. Beton. Extraktor. Extraktoren sind das. Was habe ich immer gesagt? Raffinerien? So, das war das. Und, wie kriegen wir Strom dahin? Da haben wir hier was. Blaupause, kleine. Stromanschluss, hier. Können wir auch etwas höher bauen. Dann wird es nicht so schnell kaputt gemacht, oder? Ach so, wie teuer ist das? Hey, was habe ich da gerade gesehen? Echt? Wir können die sogar kombinieren, nebeneinander. Ah, das wird ja immer besser. Ja, die snappen an. Funktioniert das denn auch? Was, erstmal was kosten? Okay, wir versuchen. Noch eins? Nein, das geht nicht. Schwebt. Und schwebt. Okay, dann schweben die. Also aneinander kann man die nicht bauen. Was ist denn da passiert? Oh nein. Das ist doch nicht so gut, oder? Fällt mir gerade mal auf. Wir gucken uns das Chaos gleich mal an. Also so war es nicht gedacht, wie das jetzt aussieht. Das... Was kostet uns das hier? 14 Gummi, 18 Holz, 11 Keramik, 18 Kupfer, 37 Stahl, 14 Zahnräder und keine Schraube. Ja. Das ist natürlich dumm. Dumm gelaufen. Warum stehen die jetzt auf dem Dach? So hatten wir keine Blaupause gemacht. Das ist aber kein guter Handwerker, wenn er... Der hat sich eingeschluckt, oder? Wenn er die Dinger jetzt auf dem Dach da drauf baut. Hier, so sollte das aussehen. Schön, drin. Darum haben wir es doch gebaut. Ja, okay, vielleicht war es doch ganz gut, dass wir die großen gebaut haben. Die funktionieren wenigstens, oder? Wo ist denn das eine? Hier. Oder hat sich hier auch irgendwas verschoben? Deswegen funktioniert das vielleicht mit unserem Haus nicht, dass wir das wieder aufbauen können, weil sich irgendwas verschoben hat und jetzt in der Luft hängt. Nö, hier hat das funktioniert. Die großen funktionieren, die halben Wände nicht. Da, hier. Die stehen dann auf einmal auf dem Dach. Ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, aber funktioniert das denn überhaupt noch? Nein, oder? Nein, funktioniert nicht, weil die Kabel sind auch gar nicht mehr verbunden dann. Ja, okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, aber es sollte eigentlich funktionieren, oder? Blaupause ist Blaupause. Wenn das da drüben so steht,
Dann müsste das 1 zu 1 hier doch drüben, hier so stehen. Und nicht auf einmal so in der Luft hängen. Aha. Wie reißen wir so ein ganzes Gebäude ab? Gebäude auswählen. Ah, jetzt gehören die oben zum Beispiel gar nicht mehr dazu. Und was bedeutet Auswahl anpflanzen? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das ist doch E eigentlich. Warum steht denn da C? Also C geht, glaube ich, auch, oder? Was war das? Das ist irgendwas anderes. Mit E kann man hier aussuchen und anpflanzen ist irgendwas anderes. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Hat irgendwas mit Büschen zu tun. Ah. Na, das sind mir ja auch welche. Okay, da stellen die sich so an, wenn wir eine Treppe entfernen wollen, ja? Also wenn, ja. Oh nein, die Wand schwebt in der Luft. Das lasse ich jetzt provokativ so, wie es jetzt ist. Und das andere baue ich auch noch ab. Aha, da geht's los. Ja, es ist irgendwie merkwürdig, dass das jetzt in der Luft schwebt hier. Was ist denn da hinter uns?
Ich dachte, man könnte noch weiter weggehen. Okay, das werden wir wohl nicht sehen. Ja, habe ich mich bedankt für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, spätestens jetzt habe ich mich bedankt. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.